Das ist Nelly, unsere Zeichnerin. Am liebsten zeichnet sie Tiere. Und dazu braucht sie Papier und Stifte, klar. Heute hat sich Nelly eine Kuh vorgenommen. Das ist erstmal nur ein Kreis mit einem noch weiteren dran. Und jetzt zwei Punkte. Und ein Kuhmund, eine freundliche Kuh. Die hat auch die Augen schon vor Freude zusammengekniffen. Zwei Ohren und Hörner. So klingt das. So, jetzt kommt der Körper. So eine Kuh ist ja auch ganz schön groß, sagen wir mal. Deswegen vier kräftige Beine. Eigentlich sind es vier. Das vierte ist hinter dem hinteren. Kann man gerade nicht sehen. Aber den Euter kann man sehen. Kommt die leckere Milch her. Kennen wir ja. So, fehlt der Schwanz. Jawohl, da ist er. Und Kuhflecken. Kennt man auf der Wiese. Schwarz-weiß meistens. Manche sind auch braun. Klingen tun sie alle gut. Nellys Kuh ist schwarz-weiß. Deswegen gibt's Schwarz-Weiß-Flecken. So, einen noch. So, jetzt braucht die Schnauze noch ein bisschen Farbe. Nelly, Stiftwechsel. Jetzt wird die Schnauze rosarot. Jawohl. Und der Euter kriegt auch noch ein bisschen Farbe. Oder? Ah, danke schön. Der Euter mit der Milch, ihr wisst schon. So, fertig? Noch nicht ganz. Genau, die Hörner kriegen noch ein bisschen braun. Die Hufe. Und dann ist aber der Schwanz noch. Genau. So klingt das. Und fertig ist die Kuh.